Ja, dieses Geräusch von dem Auto ist auch überhaupt nicht nervig. Wen haben wir denn da? Doris? Hier ist es zu matschig. Wir brauchen bessere Reifen, damit wir vorwärts kommen. Ja, zu Doris fahre ich jetzt gerade erstmal noch nicht, weil ich weiß, dass das eine sehr lange Strecke ist und dafür müssen wir erstmal voll tanken. Außerdem hat die uns noch gar nicht eingeladen. Das passiert erst später. Deswegen lassen wir das erstmal. Da ist aber eine Tankstelle. So. Und wir landen. Ach, guck mal da. Was liegt denn da vorne? Wenn du dich jetzt mal dahin bewegen würdest, du Auto. Hat man sowas schon gesehen? Was für ein Ding. Nur daraus kann man was bauen. So, da haben wir uns was schön eingesackt hier. So einen schönen Motor. Interessant, auf jeden Fall. So, und gut, dass er jetzt auch noch zum 10. Mal da, zum 100. Mal getankt hat. So. War das denn da unten bei der Fabrik? Nee, da ging es direkt zur Fähre. Wo war das denn nochmal? Verdammte Kacke. Diese blöden zweiten blöden Kackviecher. Kühe. War das bei dem Mia da hoch? Nee, das war nicht bei der. Das war hier vorne rechts hoch. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Aber keine Ahnung, keine Ahnung. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen auf gut Glück suchen. So. Vielleicht da hoch. Ey. So, da geht's nämlich zu einer Tankstelle. Zu schwacher Motor. Ach, da kommen Er wir nicht schafft den hoch. Hügel nicht. Okay. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Ja, sehr gut. Da müssen wir vielleicht den anderen Motor erstmal reinbauen. So. Und zack. Ach, guck mal hier. Ah, ich hab's gefunden. Yeah, sehr gut. Hier sind die anderen Kühe. So. Die machen uns nämlich jetzt auch ganz wunderbar Platz. Die platzen. So, hier haben wir noch eine Tankstelle. Da tanke ich mal gerade. Und dann gucken wir mal, was da oben jetzt kommt. Bin ich mal gespannt. Eine Kurve, sehr gut. Und da grast ein Bock auf der Wiese, auf der Straße, sorry. Der frisst Asphalt, das ist natürlich super. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite von dem Matsch. Das bringt uns jetzt gar nicht so viel weiter. Naja, fahre ich erstmal zurück. Da ging dann noch ein anderer Weg nach unten. Oder besser gesagt südlich. Hier einmal runter, so. Und dann hier auch einmal an der Tankstelle entlang. So, du brauchst jetzt nicht jedes Mal tanken, Junge. Wir sind auch randvoll. So, was haben wir denn hier? Hier ist es zu matschig. Wir brauchen bessere Reifen, damit wir vorwärts kommen. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Er hat gerade hier so eine Monitoranzeige gemacht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber ich hoffe, das wird nicht mit aufgenommen. Ansonsten lasst euch nicht dran stören. Das ist einfach nur irgendein Nonsens. Ja gut, da sind wir auch schon zu Hause. Das hätte ich jetzt gesagt, machen wir Teleprompter. Aber so geht ja auch. So, hier ist nämlich der Motor. Den schmeißen wir direkt mal rein und fahren direkt hinterher. Und wer kommt denn da? Oh, jetzt kommt Vite Ferrum mit neuen Teilen für Willis Autobau. Du, Willi, hör mal. Ja, ist ja Guck gut. mal. So. Das können wir getrost wegklicken, weil das kennen wir ja alles schon. So, was hat er Na prima. Fiete ist hier gewesen und hat neue Sachen gebracht. So, der hat uns ein paar neue Krimskrams-Dinge mitgebracht. Und zwar diese hässliche Front hier. Und zwar dieses komische Cockpit. Cockpit. So, und diesen Motor. Und, ich weiß nicht, ob der besser ist, ne? Das ist das Problem. Ich tue aber erstmal hier den Tank ersetzen durch den Milchwagentank. So. Und zack. Hübsch geworden. Und Schnittige dann müssen wir Karre. hinten den Motor wegtun und den anderen Tank.
Damit wir hier die Leiter drauf tun können. Die brauchen wir nämlich jetzt für ein ganz bestimmtes Unternehmen. Und ich lasse mich natürlich nicht lumpen und werde den Rest des Fahrzeugs authentisch zum Auftrag im Prinzip werde ich es gestalten. Auch mit der Nase hier so. So, dann schmeißen wir den Kram mal wieder hier runter. So. Und tun das Ding. Na, das Teil passt jetzt nirgends. Mist. Das ab. So. Kann man das jetzt da dran machen? Nee, kann man das hinten dran machen? Ja, sehr gut. So. Und so. Wir sind die Feuerwehrmaus von Kleinwasser oder wie das hier heißt. Niedrigwasser. Genau, das müsste so funktionieren. Na, das Teil passt jetzt nicht. Da können wir keinen Motor mehr dran machen. Gelb, na klar, sieht immer gut aus. Ja, du siehst auch gelb gut aus. Start klar, anschieben und los. So, jetzt können wir hier mit unserem Leitermobil zur Villa fahren. Ja, du, für diesen Hügel brauchst du wohl einen stärkeren Motor. Mist. Mal gucken, ob das mit dem anderen Motor besser geht. Können wir direkt mal ausprobieren. Oh, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Hallo Willi, hier ist Doris. Doris Digital. Ich habe gerade ein neues Spiel aus dem Internet gespeichert. Wenn du dich beeilst, kannst du herkommen und mitspielen. Du weißt doch, wo ich wohne. Du fährst in Richtung Autoausstellung, aber vorher biegst du bei der Abzweigung ab. Dann immer geradeaus. Komm mich bald besuchen. Ich bin so süchtig nach Spielen. Bis bald. Ich bin so süchtig nach Spielen. Das sind erste Anzeichen von Spielsucht, liebe Doris. Mensch, mach dir mal Gedanken. Hübsch geworden. Schnittige deine Gesundheit. So, jetzt tun wir mal den roten Motor da rein. Hübsch geworden. Jetzt rollen wir es raus. So, der kommunistische Motor. Dann fahren wir jetzt mal. Alter, macht der einen Terror. Okay, der Motor ist etwas lauter. Okay, der scheint aber auch wesentlich stärker zu sein. Anscheinend ein Treckermotor oder sowas. Weil wir fahren immer noch nur 30, also mit dem anderen sind wir ja schneller gefahren, hiermit fahren wir nur 30. Dafür kommen wir aber gut vorwärts und hier ist Villa Mia, hier wohnt die Mia Minardi. Vor allem. Wie schön, dass du kommst, ja, Willi. Ist ja gut. Mieze ist wieder auf den Baum geklettert. Kannst du sie runterholen? Und ob, das ist kein Problem. Vielen Dank für deine Hilfe, Willi. Ich glaube, du kannst diese Fahrkarte für die Fähre gebrauchen. Ich habe doch keine Zeit, irgendwo hinzufahren. Danke, danke schön. Jo, bitte, bitte schön. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier die Zeit, um nochmal, Quatsch, jetzt nicht nochmal zurück. Ich mache jetzt hier den ultimativen coolen Trick. So, nach Hause teleprompieren. Schmeißen wir die Leiter direkt wieder runter, weil die geht mir jetzt auf die Nerven. Schnittige Karre. So, den Scheiß schmeißen wir auch wieder weg. Den auch. Ich finde das eigentlich ziemlich hässlich. So, dann schmeißen wir jetzt den fetten Motor da hinten hin und den schnellen Motor hier vorne. Und dann können wir hier noch den Tank da dran machen. Und hier war irgendwo noch so ein Tank. Genau da. So. Zack. Dann bauen wir uns hier wieder unser gelbes Cabrio. Oh, das hat Stil. Wobei, haben wir eigentlich alles für den. Für den anderen? Crimson Krams. Haben wir? Hier, das, da haben wir das Vorderteil, das Mittelteil. Und hinten könnte man. Zum Beispiel. Ah, ne, diese Plattform, dann können wir nichts anderes mehr dahin tun. Das ist auch blöd. Könnten den Korb da hinten rein tun. Nee, lassen wir das so. Bleiben wir erstmal bei unserem schönen, schnittigen Fahrzeugchen hier. So. Vor allem mit diesem... Start klar. Anschieben und los. Vor allem mit diesem extrem geilen Auspuff da. Hier zeigt er sogar noch extra dahin. Hallo, Willi. Ziemlich geil sieht das aus. So, was machen wir? Sollen wir zu Doris Digital fahren? Fahren wir mal zu Doris Digital. Und da geht das Auto nämlich ab. Und dann einmal da runter. So, und dann einmal noch hier tanken. Und dann ab zu Doris Digital.
Das war, glaube ich, hier, ne? War das hier? Hoffentlich. War das hier? Ja, genau, das war hier. Sehr gut. Da wir jetzt 300 Millionen Liter Tank haben, können wir hier super, super geil einfach langfahren. Auch über diesen felsigen Grund. So. Und dann einmal hier lang und einmal da hoch. Und dann hat gerade die Tür geklingelt. Aber ich kann jetzt nicht rangehen. Ich muss hier weiter spielen. Ja. Yeah. So. Yeah. Alle Achtung, du hast ein Auto gebaut, das sehr weit fahren kann. Du kriegst jetzt die Dauerlaufmedaille. Sehr gut. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt sind wir ganz weit weg. Die einzige, die hier wohnt, ist Doris Digital. Ja. Yeah. Aber die fühlt sich nicht einsam. Die ist nämlich mit Cyberspace verbunden. Doris Digital ist Beraterin für Computer. Sie wohnt weiter hinten in den Bergen. Sie weiß alles über Computer. Wenn Willi sie besucht, spielen sie Computerspiele. Als Doris und Willi mit Spielen fertig waren, hat sie ihm einen Raketenmotor geschenkt. Fette Sache, würde ich sagen. Wenn das mal nicht geil ist. Ich habe jetzt aber keinen Bock, den ganzen Weg wieder zurückzufahren. So, wer kommt denn da? Oh, jetzt kommt Fiete Ferrum mit neuen Teilen für Willis Autobau. Du, Willi, hör mal. Ja, das kennen wir schon. Gehen wir wieder raus. Und na prima. Fiete ist hier gewesen und hat neue Sachen gebracht. Hier. Da ist, haben wir das Hinterteil jetzt für den Ami. Schlitten und einen Trecker. Und diese Rakete. Oh nein. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Hey, hallo Willi. Hier ist Ludde. Ludde Lapp. Ist schon lang her, dass du mal hier warst. Kannst du nicht mal deinen Hintern hochkriegen und herkommen? Dann unterhalten wir uns mal ein bisschen über alte und neue Zeiten. Ich wohne immer noch in den Bergen, mag die Luft hier oben. Und für die Hunde ist es auch gut. Die können ja frei rumlaufen. Komm rauf in die Labberge. Du kannst mich gar nicht verfehlen. Ja, dann bis gleich. Tschüss. Super, der hat uns einfach mal gerade selbst bei sich eingeladen. Super Idee. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr, wenn ihr so weit geguckt habt, bis hierhin geguckt habt. Ziemlich lustiges Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier wirklich ernsthaft rausbringe als Let's Play. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wenn, dann vielen Dank fürs Zusehen. Du einer. Und tschüss, Sikowski. Was haben wir hier oben? Safe. Hübsch geworden. Schnittige Karre. Ja, schnittige Karre. Gut, dann würde ich jetzt gerne aufhören. So. Nee, nicht Auto verschotten, sondern... Willst du aufhören zu spielen? Ja. Hier anklicken. Ja, ich klicke jetzt hier an. Okay, dann bis später. Tschüss.